So, damit natürlich auch für die Leute, die bei YouTube zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu Medieval Dynasty. Oh, und jetzt ist auch noch Grünschimmer. Warum sind wir zu Pferde? Warte mal ganz kurz, das nervt mich. Heute ist voll der Wurm drin. Gib mir eine Sekunde. So klappt das. Ich hoffe. Sollte besser sein. Ja gut, die Haare leiden ein bisschen drunter. Ist egal. So, warum sitze ich auf dem Pferd? Hatten wir irgendwie irgendwas Spezielles vor? Ich würde das Ganze sonst einfach jetzt mal... Oder waren wir einfach unterwegs? Ich denke, wir waren unterwegs. Moin Männer, na? Ey, mach das mal nicht so lustlos. Ich meine, er sieht zumindest konzentriert aus. Scheint ein guter Lehrling zu sein. Aber total lustlos. Und die Überlegung war ja, ich glaube beim letzten Mal, ob wir nicht einen Kuhstall bauen. Würde ich zwar jetzt nicht unbedingt im Winter machen, ich denke eher so auf den Sommer hin. Aber die andere Frage ist halt, brauchen wir das? Und was ich mich auch frage, was ist mit dem Schaf? Es ist jetzt zufällig... Was ist mit dem Schaf los? Warum wächst das nicht? Das sollte halt schon längst erwachsen sein. Ich habe eigentlich schon mit Nachwuchs gerechnet. So langsam. So, wie schaut es eigentlich in der Geldbörse? Ich will gar nicht hinschauen. Wir waren mal auf so einem guten Weg mit der Kohle. Ja, und dann habe ich halt angefangen, irgendwie alle Blaupausen zu kaufen. War vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee. Ich habe alles repariert, cool. Das heißt, wir brauchen dringend wieder Kohle. Kohle können wir am besten machen durch Messer. Wo sind denn die Stöckchen? 500 bräuchten wir für 100 Messer. Und ich glaube, pro Messer kriegen wir 32. Das wären also nicht ganz 3.500. Ist jetzt auch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Alternativ, wir können natürlich Stöckchen sammeln. Aber ich habe keinen Bock, jetzt auch 500 Stöckchen zu sammeln, nur damit ich 200 Messer abgeben kann. Das, ganz ehrlich, muss halt nicht. Na? Ich wollte gerade fragen, was ist mit deiner Mähne, aber die ist bloß auf der anderen Seite. Schön. Andererseits... Ich meine, unser Holz, auch Brennholz, steigt ja. Wir haben von der Verteilung, glaube ich, auch nur... Genau, das Brennholz. Wir könnten... Sind das die Brennwerte? Das ist voll cool. Also so insgesamt. Wir könnten ja die Stämme eigentlich noch ein Stück weiter runterstellen. Weil wir haben jetzt so einen Vorrat, letztendlich, solange noch was nachkommt, ist mir das wurscht. Und dafür die Stöckchen einfach noch krasser. Lohnt sich das? Das ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage. Gewinnung, Holzschuppen. Ich würde sogar tatsächlich so weit gehen, dass wir mit den Brettern auch ein Stück runtergehen. Weil wir brauchen ja die Stöckchen zusätzlich auch noch für so Sachen wie Zäune. Gut, andere Sachen dann auch, aber weißt schon. So. Und wie schaut's hier aus? Da mache ich hier einfach Hälfte, Hälfte. Ich glaube, wir kriegen irgendwas um die 200 Stöckchen pro Tag. Sekunde, was? Achso, der Brunnen, ja. Das ist okay. In der Fischerhütte der Arbeiter fehlt, wissen wir. Scheune ist nicht eingestellt, wissen wir.
Stall ist kein Arbeiter, wissen wir. Produktion, Näherei, wissen wir. Okay. Was macht die Laune unserer Mitbewohner? Oh, die geht aber immer noch hoch. Ich glaube, wir schaffen das langsam. Voll cool. So, was können wir machen? Wir könnten gegebenenfalls mal nach Kalkstein schauen, ob sich das schon lohnt, dass wir wieder renovieren. 14. Nein. Ganz bestimmt nicht. Ja, was machen wir denn? Mensch, gib doch einfach mal Ruhe. Was ist denn mit dir? Ich meine, es ist ja optisch wirklich schön mit dem Winter, aber ich fühle mich so nutzlos, aber das fühle ich mich schon länger. So, die sind alle fleißig am Arbeiten. Stöckchen. Na gut, immerhin kriegen wir Musik. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob die wachsen. Ich bilde mir ein, die werden immer größer. Kriegen wir dann auch mehr Ertrag? Das wäre voll cool. So, wie schaut es bei den Schweinchen aus? Kriegen wir vielleicht. Ich hätte halt auch wirklich gerne mal ein bisschen Nachwuchs. Das wäre schon schön. Das ist mir suspekt. Seit wann sind da oben drauf so Bretter? Also, da sind irgendwie noch mal Latten drauf genagelt. Aber warum? Und seit wann? Ich meine, ich habe vorm Stream gerade noch das Update geladen, aber war das Teil davon? Ich finde das gar nicht allzu hässlich und es macht Sinn. Ja. Also ich als Dachdecker kann sagen, es macht Sinn. Die Idee ist gar nicht mal so dumm. Aber seit wann? Voll cool. Ich stehe auf so total unnötige Details. Da freue ich mich einfach. Können die jetzt mal ein bisschen schneller Stöckchen sammeln? 451, das waren 14? Was machen die den ganzen Tag? Und Mädels, was gibt's heute? Schaut schon alles sehr lecker aus. Auf was wartest du? Lass mal gucken. Backst heute aber kleine Brötchen, wa? Ob wir davon ein komplettes Dorf ernähren können? Ich weiß es nicht. Das muss sie da mit ihren Nachbarn ausmachen. Und deren knurrenden Mägen. Ach, und was ich ja noch überlegt hatte. Ich würde ja gerne ein Feld machen, was ich nur selber bearbeite. So ein ganz kleines. Keine Ahnung, so ein 1 auf 10 oder so. Wo wir halt verschiedene Gemüsesorten vielleicht noch anpflanzen können. Ich habe bloß die Befürchtung, gehen die Bauern da einfach ran, wenn die sehen, oh, das ist ein Feld? Ich weiß es halt nicht. So, und ich würde es eigentlich auch ganz gern hinter meinem Haus machen. Jetzt sehe ich bloß kommen, die Felder sind ja immer schräg. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, das dachte ich mir. Ich hätte es nämlich gern eigentlich so am Haus entlang gehabt. Hindernisse. Und so einzelne Felder sind, glaube ich, auch doof, oder? Es wäre halt jetzt nur irgendwie meine Alternative. Oh, ich wünschte, ich könnte es drehen. Das. Ich weiß nicht. Und ich glaube, 10 ist fast schon zu groß.
Ich finde das alles irgendwie nicht so wirklich geil. Ich meine, hier könnte das halbwegs nach was ausschauen. Wenn wir einfach sowas zum selber bewirtschaften machen, vielleicht vier davon? So ein Weg dazwischen und dann eingezäunt am Schluss. Dann können wir da auch noch ein bisschen Landwirtschaftsgeld. So, nochmal 3x3. Hier kriege ich nicht noch eins hin, das ist ein bisschen ärgerlich. Oder wir machen bloß zwei, weißt du was, zwei reichen. Aus dem Alter bin ich raus, dass ich hier noch unbedingt arbeiten müsste. Aber da komischerweise nicht. Ach, na okay, das sind aber auch die anderen Bretter. Bretter. Werkzeug. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt eine Bronzehacke, aber so wie ich das sehe, wir haben ja sonst nichts. Okay. Kein Problem. Nehme ich die. Die Bronzehacke müssen wir natürlich auch ausrüsten. Wo ist sie denn jetzt? Müsste die nicht auch bei B sein? Hä? Ich hab doch gerade eine Bronzehacke mitgenommen. Nee. Aber jetzt steht hier. Weil ich hier noch drauf bin, klar. Frag einfach nicht, passt schon. So, dann grubbern wir das mal um. Dieses Pferd. Und das wird mir so auf den Sack gehen, wenn ich neben dem Pferdestall irgendwie irgendwas anpflanze. Das wird richtig schlimm. Achso, das ist der Weg dazwischen. Habe ich übersehen. Ja, ist okay. Wir könnten es natürlich auch schon mal düngen. Die Frage ist ja, was pflanzen wir als erstes an? Rein theoretisch, ich würde gerne gleich zwei verschiedene Sachen machen. Glaube ich. So, hier ist dann auf jeden Fall ein Wägelchen. Verblüffend, ich erkenne sofort jeden Unterschied. Komm, ich will nur einen ganz kleinen Weg. Ach, ganz ehrlich, ist mir auch egal. Das ist ein Feld. Nicht mehr und nicht weniger. So, bis hier. Und dann bis hier. Als ob ich hier nirgendwo dazwischen komme. Bis hier so, ne? Hallo? Jetzt mach doch mal. Hä? Dann probieren wir das halt direkt von der Seite.
Ja, geht. Ist jetzt kein Meisterwerk oder so, aber. Ja, nee, eigentlich sieht es wirklich scheiße aus. Muss ich zugeben. Sieht wirklich nicht gut aus. Und weißt du was? Ich penne auch mal, damit wir den Winter möglichst bald hinter uns haben. Was genau macht ihr vor meinem Haus? Nur mal so gefragt. Aufdringliche Scheißnachbarn. Ah, die Frau ist noch gar nicht zu Hause. Gut. Na, schönen Abend gehabt. Hoffentlich hattest du Spaß. Dieser verächtliche Blick am Schluss noch. Meine Frau ist mir manchmal ein bisschen suspekt. Aber ist nicht schlimm. Ich verdurste. Dann trink doch einfach. So, ich brauche ein Säckchen. Einmal. Dann brauche ich Dünger. So, das Säckelein packe ich auf die 4. Und dann können wir mal schauen. Irgendwas können wir doch mit Sicherheit jetzt auch anpflanzen. Irgendwas gibt's da. Irgendwas. So, jetzt sehe ich hier auch wieder einen Unterschied. Sehr gut. Das ist jetzt einfach mein Gartenbauprojekt. Ein Gartenbauprojekt wäre aber auch cool. Hätte was. So, dann das hier noch. Feld 6 und 7, toll. Irgendwann blicke ich bei den Bauern gar nicht mehr durch. Wobei, 9er Felder müsste ich erkennen. Das traue ich sogar mir noch zu. Wenn wir das nämlich machen, können wir in der Küche vielleicht ein paar komplexere Gerichte zubereiten lassen. Und vielleicht kriegen wir dadurch auch mehr Nahrung. Wäre ja nicht unbedingt schlecht. Schöne an den Feldern ist, hier stehe ich halt nicht stundenlang, weißt du. Selbst die anderen Kleinen, die brauchen ewig. So viel Zeit habe ich nicht. So, zeig ich mal her, wir könnten Karotten pflanzen. Geht aber bis in den Sommer rein, muss nicht unbedingt. So, das hier interessiert mich nicht. Ich wäre eher hier Frühling bis Herbst, Frühling bis Sommer. Was bringt mir Mohn? Also ich weiß, was man daraus machen kann heutzutage, aber medieval-technisch? Oder konnten die das auch schon? Das taugt mir nicht so. Ich hänge eigentlich ein bisschen hier, weil die brauchen bloß eine Saison. Ja, und das hier. Rein theoretisch, wenn wir noch ein drittes Feld machen, könnte ich halt für jedes Feld eins. Ist das klug? Aber es würde halt auch damit passen, dass ich ja hier
zwar eins hinbekommen, aber hier nicht mehr. Dann kann ich hier so ein bisschen Chillout machen, dann haben wir halt hier so ein Dreieck. Ich glaube, ich mache das mal. Aber dafür würde ich einmal kurz zerstören. Bitte nur den Schotterweg. Ja, müsste passen. So, dann machen wir hier noch ein Feld. Das schaut hier komisch aus. 1, 2, 3. Wäre hier. Ist auch der Abstand, den wir da drüben haben. So, wir zahlen natürlich auch für jedes Feld Steuern, klar. Aber dann kann ich mir das ja auch gönnen. Weißt du, wenn ich sowieso zahlen muss, dann mache ich jetzt hier meinen kleinen Hobbygarten. Dann können wir auch einmal Karotten anpflanzen. So, dann machen wir... Weißt du was, eigentlich würde ich die Wege fast sogar nochmal komplett neu machen. Weil dann gefallen sie mir doch nicht. Dann gebe ich mir doch ein bisschen mehr Mühe. Und tschüss Weg. Was ich aber cool finde, so wie es ausschaut, connectet sich der Weg mit dem Feld. Bin ich leider doch verrutscht. Nee, kein Zaun. Entschuldigung. So wie ich das sehe, ist das hier. Oder? Nee, das ist doch schon... Wobei, das ist alles Feld. Sollte... Es sollte hinhauen, es sieht aber saukomisch aus. Ich hoffe einfach, das gibt sich gleich mit den Wegen wieder. Vorher. Oder weil die schon gepflügt sind, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Müssen wir mit Wegen aufpassen? Kriegen wir sonst weniger Ertrag? Weil das wäre halt wirklich scheiße. Fände ich auch nicht gut. Bin ich ehrlich. So, ich hole mal eben noch mal ein bisschen Dünger. Ich bin voll froh, dass das inzwischen so gut funktioniert. Ich muss keinen Dünger mehr kaufen. Das war immer so sauteuer. So. Moin. Futtern müssen wir bei Gelegenheit auch mal. Nicht. Sieht schon irgendwie komisch aus. Und ich wäre halt wirklich angepisst, wenn ich dadurch weniger Ertrag habe. Vielleicht lasse ich das sogar mit den Wegen mal. Ich würde es gern testen, aber dafür müsste ich zweimal dasselbe anpflanzen. Dann würde ich die Karotten jetzt vielleicht noch weglassen und wir probieren das Ganze erst im Frühling. Soweit der Plan. Dann machen wir mal einen Vergleich, ob wir durch die Wege jetzt hier wirklich weniger bekommen, weil dann würde ich das einfach nochmal neu machen. Aber nicht, wenn ich gerade frisch gedüngt habe, weißt du? Ich bin Sparfuchs.
Dieses Lamm regt mich auf. Und ich würde unseren Bauern auch sehr gerne sagen, dass sie einfach hier schon mal wenigstens düngen sollen. Werd endlich erwachsen. Was ist mit dir? Ich würde da jetzt voll gerne mit der Hacke reinhauen.